Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer Stunde TV Bayern Live mit Themen, die den Freistaat bewegen. Und wir reisen direkt nach St. Engelmar. Alle drei Jahre trifft man sich dort zum riesigen Volksfest inklusive Nostalgie-Skirennen. Die mutigen Teilnehmer gehen mit Holzskiern ohne Stahlkanten auf die Piste und die Kleidung, die muss auch nostalgisch sein. Da sind nicht nur die Stürze ein wahrer Hingucker. So mag es damals ausgesehen haben auf den Pisten in und um St. Engelmar. Die alten Zeiten sind in St. Engelmar nicht vergessen. Alle drei Jahre geht es wieder nostalgisch zu. Die Engelmarer rüsten sich für ein spezielles Rennen. Damals wie heute. Sie sind jetzt halb mit großem Gepäck angereist. Was haben Sie alles dabei? Ja, alles Mögliche. Altertümliche Sachen, alte Ski, meinen alten Körper. Und ein wenig so ältere Sachen, also zum Anziehen, Motorradhosen, ein Motorradhelm. Jetzt lassen Sie uns mal schauen, was Sie alles dabei haben. Da ist ein Jugendbild von mir auch mit drin, gell? Oh je. Oh je. Das ist das Jugendbild. Aber haben wir ein wenig entwickelt? Nein, fast nicht verändert. Viel Spaß. Wir haben eine 7-Kräuterwachs aufgezogen. Das ist drauf jetzt der Blutwurz, der Bärwurz, 6 Ämter. Da haben wir Annika, Erika, Monika und Petra drauf. Ne? Haben wir gestern schon eine Sau zusammengefunden auf der Strecke. Haben wir gleich mitgenommen. Ne? Ja, wunderbar. Verpflegung, falls dann doch nicht bis oben. Ja, genau. Perfekt, dann viel Glück. Einer stand unter besonderer Beobachtung, Bürgermeister Anton Piermeier. Vor drei Jahren mussten ihn die Bergwachtler ins Ziel bringen, Material schauen. Was haben Sie sich dieses Jahr vorgenommen? Also auf alle Fälle heil und gut ins Ziel kommen, das ist also mein heutiges Ziel. Ob's klappt, dazu später mehr. Jetzt erst einmal rauf auf den Berg, zu Fuß natürlich. Vor 100 Jahren gab's ja auch keine Skilifte. Der Start dann auch wie vor 100 Jahren mit Böllerschützen. Und dann begann für so manchen eine unheilvolle Fahrt. Auf die Plätze, fertig! Und natürlich werfen wir einen Blick auf den Bürgermeister. Bei mir ist alles heil geblieben, aber das mit dem Sturz, das habe ich nicht auslassen können. Also ich habe so einen richtigen Bauchplatscher gemacht. Na, man muss dem Publikum ja auch was bieten. Ich habe gedacht, ich bin schneller nachgelaufen wie hoch, aber es hat dann doch halbwegs geklappt. Bloß vor allen Leuten habe ich einen vollen Salto gemacht, aber das hat mir nicht gefallen. Ja, ich mache halt eine gute Figur in jeder Preislage. Übrigens, die knapp 100 Teilnehmer sind alle heil ins Ziel gekommen. Die Bergwachtler mussten dieses Jahr keinen retten. Kinozeit bei TV Bayern Live. Und wir haben zwei Filme für Sie, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Einmal ein Geschichtsdrama über Martin Luther King und eine Komödie, die zeigt, was passiert, wenn Frauen von ihren Männern verlassen werden. Ihr seid doch genau die unbumsbaren Arschnasen, vor denen man früher nicht hat abschreiben dürfen. Der Erfolg von Komödien wie Männerherzen und Da muss Mann durch war riesig. Doch Mädels haben's auch nicht leichter. Jetzt sind folgerichtig die Frauen und ihre Beziehungsprobleme dran. Monika? Ups, ich dachte, man sieht mich nicht. Hallo, da ist die Kamera, da stehst du, das ist eine Linie. Ich bin mir sicher, dass da einige Frauen denken, ja, genau so ist es. Genauso, super. Und deshalb finde ich es so toll, dass wir es in unserem Film einfach auch wirklich mal zeigen. Du kannst einfach mein System übernehmen. Pass auf, du hast Liebeskummer wegen Mann A. Dann steigst du am besten direkt mit Typ B ins Bett. Hi, ich bin Josef. Leni. Um dann zu vermeiden, dass du wegen B Liebeskummer bekommst, suchst du dir natürlich so schnell wie möglich den nächsten, also Typ C. Es gibt ja viele Szenen in dem Film, in denen so Frauendialoge geführt werden, die sie normalerweise nur führen, wenn kein Mann dabei ist. Insofern ist es schon, glaube ich, ganz interessant, auch als Mann da so mitlauschen zu können. Krass, wie die immer aussehen, ne? Diese Hautfarbe.
Ich bin gar nicht aus Plastik. Ich bin ein echter Penis mit einer Ader drauf. Ich finde, die sehen aus, als hätte ich unter dem Rummel geschossen. Es sind schon sehr intensive Tage im Leben aller Frauen, die hier festgehalten werden. Also raus aus dem Alltag, Alltag ändern, sich nochmal neu entdecken und so richtig fett die Sau rauslassen. Ich wollte nur sagen, dass ich gleich losgehe, falls du mich noch kennenlernen wolltest. Eine kleine deutsche All-Star-Riege macht aus Traumfrauen einen witzigen und authentischen Beziehungschaos-Spaß, auch wenn ab und zu etwas zu tief in die Klischeekiste gegriffen wird. Wir werden auf gar keinen Fall dulden, dass Unruhestifter Aufstände in diesem Staat anzetteln. Ich weiß definitiv, dass er Gewalt ablehnt. Jetzt muss ich nur eines wissen. Was hat Martin Luther King als nächstes vor? Mr. President, Dr. King. 1965 setzte Martin Luther King einen Marsch nach Selma, Alabama für die Freiheitsrechte der schwarzen Bevölkerung in Gang. Ein historisches Ereignis, das Amerika für immer veränderte. Einen Spielfilm über Martin Luther King als Hauptfigur hat es noch nie im Kino gegeben. Dr. King! Selma erzählt, wie Martin Luther King Märsche anführte, um das Wahlrecht für die Schwarzen zu erkämpfen. Wenn Sie mit diesen Leuten durch Alabama marschieren, ist die Jagdsaison eröffnet. Dies ist die große Chance, den Leuten Tribut zu zollen, die ihr Leben riskierten für die Privilegien, die wir heute genießen. Gebt uns die Wahl! Und wir werden nicht betteln, wir verlangen! Gebt uns die Wahl! Es war wichtig, eine Geschichte zu erzählen, die es Menschen erlaubt, diese Ereignisse nicht nur zu sehen, sondern auch zu fühlen. Geschichte erlebbar machen. Diesem Anspruch wird Selma mehr als gerecht. Verdienter Lohn für das sehenswerte Historiendrama sind 2 Oscar-Nominierungen, darunter eine für den besten Film. Und das war's mit unserem Boulevardteil. Und gleich geht es bei uns weiter mit den Nachrichten aus Bayern, unter anderem mit einem Leichenfund in Nürnberg. Jetzt kaufen. Alpin, das Bergmagazin. Diesmal im Heft die schönsten Wandertouren im Allgäu. Geheimtipps für späte Skitouren. Dazu der große Rucksacktest. Und als Extra Touren im Gasteinertal. Jetzt im neuen Alpin. Kaufe ich. Knobi Vital. Altbewährt und hilfreich. Es ist ein Elixier, wo ich jedem Menschen empfehlen würde, der mit hohem Blutdruck zu tun hat. Blutfett. Der mit Blutfette zu tun hat. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs. Vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1. Erhält Ihre Herzfunktion. Knobi Vital. Der tägliche Schluck Gesundheit. Und Sie bleiben fit bis ins hohe Alter. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Er ist ja nicht umsonst so schön. Ja. Dank Knobi Vital. Als mir das Kreuzband gerissen ist, war die Saison gelaufen. Dachte ich. Aber mit Hilfe der AOK habe ich einen Spezialisten gefunden. Und der hat mich zum Saisonfinale wieder auf die Beine gebracht. Wir sind da, wenn es drauf ankommt. Zum Beispiel mit der Arztsuche auf aok.de. Deshalb zur AOK. AOK, die Gesundheitskasse. Gesundheit in besten Händen. Täglich um 7.07 Uhr verdoppelt RT1 Morgenmann Daniel Lutz ihr Gehalt. Ja, und heute um 7.07 Uhr suchen wir eine junge Dame aus Augsburg. Okay. Sie heißt Anja und ist Bäckerin. Ruf jetzt bitte schnell hier im Studio an und ich verdopple dir dein Gehalt auf 2.800 Euro netto. So, und jetzt müssen wir Anja in der Leitung haben. Wie? Auf dem Weg hierher? Da ist sie ja! Hey! Anmelden auf rt1.de und Radio an. Immer um 7.07 Uhr. Man sollte es nicht für möglich halten, wer heutzutage so alles ins Haus kommt. Ja, auch Leute, die ihnen helfen, ihre perfekte Küche zu planen. Die Profis von Küchenquelle planen und beraten gleich bei Ihnen. Warum also durch 1000 Küchenstudios laufen? Die perfekte Küche gibt's doch bei Ihnen zu Hause. Besser zu Hause gekauft. Küchenquelle.
Löwenbiere Sensationen. Wir berichten zwischen Politik und Boulevard. Dazu die Analysen unserer Korrespondenten, die dort zu Hause sind, wo es passiert. Wir berichten über die Themen der bayerischen Wirtschaft. TV Bayern Live. Das heißt auch Sportsgeist und Partystimmung. TV Bayern Live. Ab sofort jeden Samstag um 17.45 Uhr auf RTL. Zu viel. Die Zahl der illegal eingereisten Personen ist dramatisch gestiegen. Zu wenig. In der Region Ansbach gibt es so wenige Hausärzte wie nirgendwo anders in Deutschland. Und zu mächtig. Ein Großbrand im Landkreis Straubing-Bogen hat über Nacht 750 Mitarbeiter arbeitslos gemacht. "9.400 unerlaubt eingereiste Personen hat die Bundespolizei in Rosenheim im vergangenen Jahr in Fahrzeugen und Zügen aufgegriffen. Damit hat sich die Zahl im Vergleich zu 2013 mehr als verdoppelt. Die meisten Flüchtlinge stammen aus Syrien, Eritrea, Somalia, Afghanistan und dem Kosovo. Gerade aus dem Balkanland werden es immer mehr. Zwei Kosovaren, 16 und 20 Jahre alt, illegal eingeschleust von zwei legal in Deutschland lebenden Landsmännern. Ihre Hoffnung auf ein besseres Leben endet auf einem Autobahnparkplatz bei Bad Aibling. Im November 2014 wurden 150, im Dezember 420, im Januar 330 und bis Mitte Februar bereits 300 Kosovaren von der Bundespolizei in Rosenheim aufgegriffen. Wir hatten die Jahre davor auch schon immer über die Wintermonate eine verstärkte illegale Einreise aus dem Kosovo, was neu ist, dass es heuer so extrem von der Zahl her zugenommen hat in diesen Bereichen. Die ganze Sache wird polizeilich genauso abgearbeitet wie eine illegale Einreise aus Italien, aus Syrien, aus Schwarzafrika irgendwo. Insgesamt 9.400 illegal eingereiste Personen hat die Bundespolizei Rosenheim im Jahr 2014 in Eurocity-Zügen aus Italien oder in Fahrzeugen, die über die Balkan- oder die Brennerroute gekommen sind, aufgegriffen. Die meisten aus Syrien, Eritrea, Somalia, Afghanistan und dem Kosovo. 800 Schleuser und Gehilfen konnte die Bundespolizei im letzten Jahr festnehmen. Im letzten Jahr haben wir einen Fall gehabt, da war also jemand unterwegs, der hat also das Fahrzeug total überladen gehabt, schon mit Flüchtlingen im Auto, im Kofferraum. Und dann ist festgestellt worden, dass der drogenabhängig ist. Der hat auch vor der Fahrt noch Drogen genommen. Die Passagiere, die haben sich also gefürchtet. Das hat jeder in der Vernehmung dann eben auch ausgesagt, dass sie furchtbar Angst gehabt haben. Und auch die anhaltenden Kollegen haben gesagt, dass der also Schlangenlinien gefahren ist und so weiter, also Verkehrsgefährdung und so weiter betrieben hat. Den zwei jungen Kosovaren droht die baldige Rückführung, ihren beiden Schleusern möglicherweise eine Gefängnisstrafe. In Nürnberg-Langwasser ist eine 48-jährige Frau tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Die Kripo geht von Mord aus. Spurensicherung und erste Vernehmungen wurden bereits durchgeführt. Mehr Details gab die Polizei bislang nicht bekannt. Und weitere Themen aus dem Freistaat sehen Sie jetzt bei uns in unserem TV Bayern Live Nachrichtenüberblick. Wegen fahrlässiger Tötung hat das Amtsgericht Wunsiedel den Schönwalder Jäger Wernfried P. zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren auf Bewährung verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Beschuldigte in den frühen Morgenstunden des 8. September 2012 sein Opfer mit einem Wildschwein verwechselt und ihn erschossen hat. Er habe einen Kardinalsfehler der Jagd begangen, nämlich auf etwas geschossen, was er nicht klar als Mensch oder Tier identifizieren konnte, so das Gericht. Dennoch habe er fahrlässig gehandelt. Die Staatsanwaltschaft und auch die Nebenklage hatten in ihren Plädoyers beantragt, das Verfahren wegen des Tatbestandes der vorsätzlichen Tötung an das Landgericht Hof zu verweisen. Dem war der Richter allerdings nicht nachgekommen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Alle Parteien haben nun eine Woche Zeit, Rechtsmittel einzulegen. Über 450 Helfer waren in der Nacht auf Montag beim Großbrand in der Geflügelschlachterei bei Bogen vor Ort. Die Feuerwehren wurden der Situation kaum Herr. Auch am nächsten Tag waren die Helfer immer noch im Großeinsatz. Die Gebäude sind teilweise so stark beschädigt, dass die Dachkonstruktion instabil geworden ist. Wegen Umbauarbeiten waren keine Menschen und auch keine Tiere im Betrieb. Erste Schätzungen über den Schaden belaufen sich auf einen 2-stelligen Millionenbetrag. Die Brandursache konnte bis heute noch nicht ermittelt werden. Die Gutachter können wegen Einsturzgefahr das Gebäude noch nicht betreten. Das Unternehmen will am Standort festhalten und die Anlage wieder aufbauen. Das kann aber Monate bis zu einem Jahr dauern. Das Feuer hat über Nacht 750 Mitarbeiter arbeitslos gemacht. Wegen der Zukunft der Arbeitnehmer werden im Moment Gespräche mit der zuständigen Gewerkschaft NGG geführt.
Festliche Klänge erschallen in Zukunft aus dem Haus der Musik am Bismarckplatz in Regensburg. Zahlreiche Gäste aus Politik und Wirtschaft, darunter Staatsminister AD Dr. Thomas Goppel, waren am Freitagabend zum großen Festakt in den Neuhaussaal des Regensburger Theaters gekommen. Im Vorfeld hatten die Besucher die Möglichkeit gehabt, sich im neuen Haus der Musik umzuschauen. Das ehemalige Präsidialpalais ist künftig die neue Heimat der Sing- und Musikschule sowie des Jungen Theaters Regensburg. Coburg soll einen neuen Flugplatz erhalten. Auf der grünen Wiese. Und ansässige Firmen brauchen diesen Flugplatz offenbar alternativlos und dringend. Zahlen sollen es überwiegend Stadt, Landkreis und Freistaat. Nach Ansicht der örtlichen Industrie sei die Öffentlichkeit zuständig für solche öffentlichen Infrastrukturen, wie zum Beispiel Autobahnen. Dass aber am neuen Landeplatz nur Businessflieger fliegen würden und die Bürger nur den Lärm abbekommen, das stinkt diesen Bürgern in Coburg Stadt und Land. Und sie strengen einen Bürgerentscheid an. Die erste Stufe haben sie bereits mühelos erreicht. Auch wenn die Stimmen der Bürger bei manchen nicht wirklich willkommen sind. Nein, bis ins Arbeitszimmer wollte Coburgs Landrat Michael Busch von der SPD seine Bürger nicht hineinlassen. Im Treppenhaus abgefertigt wurden die Initiatoren des Bürgerbegehrens gegen die Beteiligung des Landkreises am Bau eines neuen Flugplatzes bei Coburg-Neider. Über 10.000 Unterschriften, genauer 10.099 Bürger, sprachen sich gegen das Vorhaben eines Neubaus aus. Zum einen sei der alte Flugplatz Brandensteinsebene zu ertüchtigen, zum anderen sei es Coburgs Industrie sehr wohl zuzumuten, dass man eiligenfalls nach Bamberg, Haßfurt oder Nürnberg ausweichen kann. Der Landkreis sei als Betreiber eines Flugplatzes nur vorgeschoben, um notfalls eine Gemeinnützigkeit abzubilden, bei Enteignung zum Beispiel. Der Landrat und die hochverschuldete Stadt Coburg dagegen wollen mit einem neuen Flugplatz Arbeitsplätze halten und neue schaffen. Mit 30 Millionen Euro steht der Neubau ohne Abrisskosten des alten Flugplatzes zur Debatte und ohne erforderliche Betriebs- und Unterhaltskosten. Über diese schweigen sich die Betreiber, also die Stadt Coburg, der Landkreis und die Industrie noch immer aus. Das Wochenende war ja ziemlich mild und streckenweise sehr sonnig. Mal sehen, wie es weitergeht. Unser Wettermann Hartmut Mühlbauer weiß mehr. Der Winter ist also auf keinen Fall überstanden, auch wenn wir jetzt in der letzten Zeit schon wirklich hohe Temperaturen hatten. Es wird jetzt doch wieder winterlicher und da haben wir schon mal nachts dicke Schneefälle, vor allem hier von Schwaben rüber nach Oberbayern. Das Ganze schmiegt sich dann an die Alpen und da schneit es dann auch etwas intensiver. Besser sieht es aus Richtung Franken, da ist es oft trocken, aber Richtung Oberfranken-Hoferland. Auch da sind noch Schneefälle möglich und die Temperaturen sind leicht frostig. Das bedeutet Rutschgefahr, insbesondere auch im Allgäu, hier sogar bis minus 6 Grad. Dann schauen wir auf den Sonntag und da haben wir dann eigentlich doch recht freundliches Wetter für Franken. So eine Mischung aus Sonne und Wolken, da kommt die Sonne immer wieder mal raus, ein bisschen dichter sind die Wolken, vor allem Richtung Mittelfranken. Hier haben wir mit der Sonne nicht so viel zu tun. Die Temperaturen dann so bei 3 bis 5 Grad, stellenweise sogar mit Sonnenschein bis 6 Grad möglich. Der Wind ist eher eine schwache Angelegenheit, kommt aus westlichen Richtungen, ist aber kaum spürbar. Schauen wir nach Niederbayern und in die Oberpfalz. Da ist es doch eher bewölkt und da hängen auch noch so ein paar Regen- oder Schneeregenwolken hier Richtung Bayerischer Wald, Richtung untere Donau, Richtung Oberpfalz dagegen. Da ist es schon eher trocken, aber die Sonne werden wir hier nicht viel sehen. Temperaturen 2 bis 5 Grad und auch hier nur ein schwacher Wind, der aus nordwestlichen Richtungen kommt. Richtung Schwaben und Oberbayern, da haben wir noch Wolken und Regenschauer bzw. Schnee ist es in den meisten Fällen an den Alpen. Hier dauert es am längsten, bis das Ganze aufhört. Ansonsten von Norden her, von der Donau her, vielleicht auch ein paar Auflockerungen. Temperaturen 0 bis 4 Grad. Und der Wind ist auch hier eine schwache Angelegenheit aus nördlichen Richtungen. Und dann die weiteren Aussichten für die Woche, die sind doch recht launisch, wechselhaft. Immer wieder Regen und Schneefälle und die Temperaturen, die gehen deutlich zurück von 8 Grad am Montag über 6 Grad am Dienstag. Und am Mittwoch sind es dann nur noch 3 Grad. Jetzt kaufen. Alpin, das Bergmagazin. Diesmal im Heft die schönsten Wandertouren im Allgäu. Geheimtipps für späte Skitouren. Dazu der große Rucksacktest. Und als Extra Touren im Gasteinertal.
Jetzt im neuen Alpin. Kaufe ich. Knobi Vital, altbewährt und hilfreich. Es ist ein Elixier, wo ich jedem Menschen empfehlen würde, der mit hohem Blutdruck zu tun hat. Blutfett. Der mit Blutfette zu tun hat. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1. Erhält Ihre Herzfunktion. Knobi Vital. Der tägliche Schluck Gesundheit. Und Sie bleiben fit bis ins hohe Alter. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Er ist ja nicht umsonst so schön. Ja. Dank Knobi Vital. Als mir das Kreuzband gerissen ist, war die Saison gelaufen. Dachte ich. Aber mit Hilfe der AOK habe ich einen Spezialisten gefunden. Und der hat mich zum Saisonfinale wieder auf die Beine gebracht. Wir sind da, wenn's drauf ankommt. Zum Beispiel mit der Arztsuche auf aok.de. Deshalb zur AOK. AOK, die Gesundheitskasse. Gesundheit in besten Händen. Täglich um 7.07 Uhr verdoppelt RT1 Morgenmann Daniel Lutz ihr Gehalt. Ja, und heute um 7.07 Uhr suchen wir eine junge Dame aus Augsburg. Okay. Sie heißt Anja und ist Bäckerin. Ruf jetzt bitte schnell hier im Studio an und ich verdopple dir dein Gehalt auf 2.800 Euro netto. So, und jetzt müssen wir Anja in der Leitung haben. Wie, auf dem Weg hierher? Da ist sie ja! Hey! Anmelden auf rt1.de und Radio an. Immer um 7.07 Uhr. Man sollte es nicht für möglich halten, wer heutzutage so alles ins Haus kommt. Ja, auch Leute, die Ihnen helfen, Ihre perfekte Küche zu planen. Die Profis von Küchenquelle planen und beraten gleich bei Ihnen. Warum also durch 1000 Küchenstudios laufen? Die perfekte Küche gibt's doch bei Ihnen zu Hause. Besser zu Hause gekauft. Küchenquelle.de. Da sind wir wieder. Willkommen zurück bei TV Bayern Live. Beim politischen Aschermittwoch watschen sich alljährlich die Parteien gegenseitig ab. Und das haben wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Wir waren überall dabei und blinzeln zunächst mal rein bei der CSU. Auf den Tischen CSU-Fähnchen in Bierkrügen. Aber auch Franz Josef Strauß ist über 20 Jahre nach seinem Tod noch allgegenwärtig. Ich bin schon mal auf seinem Arm gesessen. Ich habe sogar ein Foto zu Hause. Ja, in roten Lederhose. Meine Eltern und meine Oma haben mich zu dem Fest mitgenommen. Franz Josef Strauß ist CSU. Es wird keinen Festredner mehr geben wie Franz Josef Strauß. Es ist einfach CSU in Bayern. Also was Franz Josef Strauß für die Wirtschaft getan hat, man braucht gerade anschauen, BMW. Es ist unwahrscheinlich, was Franz Josef Strauß getan hat. 30. Mal, heute Jubiläum, 1985. Das erste Mal in der Nibelunger Halle mit Franz Josef Strauß. Und deswegen passt es jetzt zum 100 Jahre Strauß. Ne? Ich war ungefähr 16 Jahre alt, seitdem war ich immer mit dabei. Und damals hat man noch Schule schwänzen müssen. Das hat man gern gemacht. Und ich kann mich noch sehr gut an seine ausführlichen Reden, an die Darlegungen erinnern. Es ist vor allem um den Kalten Krieg gegangen. Der Kalte Krieg. Mit der Ukraine-Krise wurde der fast wieder zum Thema. Schuldenkrise in Griechenland, Länderfinanzausgleich und der Islam. Das waren weitere Themen bei Walter Taubeneder, Manfred Weber, Edmund Stoiber, Horst Seehofer und Andreas Scheuer. Alle fünf aufgrund der Großen Koalition fast auf Kuschelkurs mit dem politischen Partner. Ein paar verbale Seitenhiebe gab es dennoch. Richtung Opposition, aber auch Richtung SPD. Die SPD Bayern erinnert mich fatal an Christoph Kolumbus. Als er losgefahren ist, hat er nicht gewusst, wohin. Als er angekommen ist, hat er nicht gewusst, wo er ist. Und als er heimgekommen ist, hat er nicht gewusst, wo er war. Und das alles mit dem Geld anderer Leute, liebe Freunde. Das ist die Realität. Die Realität in Deutschland derzeit: Proteste gegen den Islam, Probleme mit Muslimen. Edmund Stoiber fährt dazu eine klare Linie. In Deutschland gelte das Grundgesetz. Wer hier leben will, müsse das hundertprozentig akzeptieren. Der Islam gehört zu Deutschland. Der Islam, meine Damen und Herren, gehört zu Deutschland. Diesen Satz mache ich mir persönlich auf keinen Falle zu eigen. Er ist nämlich so falsch. Der politische Aschermittwoch der CSU. Er wird von den Christsozialen selbst immer wieder als der größte Stammtisch der Welt bezeichnet. Die entsprechenden Parolen, sie gehören für die Anhänger deshalb dazu.
Ja, klar. Aber das ist ja hier auch, also ist ja normal. Deswegen, glaube ich, kommen auch die Leute, damit man sich ein bisschen auch selbst beweihräuchert, ein bisschen Pause macht, so von der Politik und ja. Und so heißt es sicher auch im kommenden Jahr wieder: Bayern, die Vorstufe zum Paradies. Viele, viele Zuhörer waren an Bord eines Donauschiffes gekommen, um Gregor Gysi mitzuerleben beim politischen Aschermittwoch. Auf ein Donauschiff lud die Linke ihre Anhänger am Aschermittwoch nach Passau ein. Hauptredner war wie in den Jahren vorher Gregor Gysi, Vorsitzender der Linksfraktion im Bundestag. Vor ihm sprach die stellvertretende Parteivorsitzende Janine Wissler. Sie stimmte die 500 Zuhörer zum Auftakt mit harten Attacken, insbesondere gegen die CSU und Horst Seehofer, ein. Horst Seehofer beim Wort zu nehmen, ist ungefähr so, als wollte man einen Pudding an die Wand nageln. Damit traf die junge Wilde der Linken die Stimmung der Zuhörer und setzte gleich noch nach. Widerspreche nie Horst Seehofer, warte eine Woche, dann tut das selber. Gregor Gysi konnte im Anschluss den gemäßigten, aber genau analysierenden Politiker geben. Süffisant kommentierte er die Griechenlandwahl. Ich finde es ja ein bisschen vergnüglich. Ein relativ kleines Land kriegt eine linke Regierung und ganz Europa ist durcheinander geschüttelt. Er zeigte Verständnis für die neu gewählte griechische Regierung, die sich für die Menschen und nicht für die Banken einsetzen will. Wir brauchen das Primat der Politik über die Banken und nicht das Primat der Banken über die Politik, wie wir das gegenwärtig erleben. Nach 3 Stunden Beifall und Zustimmung der Besucher zu den vorgetragenen Positionen der Linken. Es war der 2. Aschermittwoch seit Bestehen der Bundesrepublik, an dem die FDP nicht im Bundestag sitzt. Trotzdem gab es das Dreikönigstreffen in Dingolfing. Die ÖDP hat sich fast zeitgleich in Landshut getroffen. Einstimmigkeit bei der FDP. Nach einem schwierigen Jahr kann es nur bergauf gehen. Kritikpunkte an den politischen Gegnern gibt es schließlich zuhauf. Nach dem Wahlerfolg in Hamburg lässt es sich da natürlich besonders gut wettern. Da schaut man einmal hin, dann ist die Politik der Großen Koalition wie eine Karnevalssitzung. Das Kabinett als Elferrat und unten im Bundestag die roten Parteien als schunkelndes Publikum. Der Mindestlohn, in den Augen der FDP das Unsozialste, was es jemals gegeben hat. Da sitzen eben im Bundestag und in die entscheidenden Stellen keine Mittelständler, die da eigentlich mal hingehören, die auch mal wissen, wie sowas funktioniert. Mehr Unternehmertum und Gründertum benötige der Freistaat. In Sachen Bildungspolitik sieht Bär Handlungsbedarf. Auch wenn das deutsche Bildungssystem neue Impulse bekommt, die Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt wird es nicht bedienen können. Der einzige Ausweg? Zuwanderung. Duin fordert deshalb, dass die Asylbewerber schnellstmöglich arbeiten dürfen. Die FDP hat sich nach ihrem Wahlsieg in Hamburg auch beim politischen Aschermittwoch wieder erstärkt präsentiert. Mit viel Optimismus gehen die Liberalen in die nächsten Monate. Nicola Bär fordert ganz deutlich mehr Mut zum Neuen. Ob das jetzt in der Bildungspolitik, beim Unternehmertum oder beim Asylrecht ist. Ob das gelingen wird? Naja, ein paar Besucher mehr hätten es durchaus sein können. Nichtsdestotrotz ist sich die FDP sicher, bald werden sie wieder etwas zu sagen haben. Die neue ÖDP-Bundesvorsitzende Gabriela Schimmer-Göres definierte zunächst einmal den Begriff politischer Aschermittwoch. Nach vorherrschender Meinung besteht das Ziel der in Bierzeltatmosphäre gehaltenen politischen Reden, die sich durch farbige Wortwahl und heftige polemische Attacken gegen den politischen Gegner auszeichnen, weniger darin, neuartige politische Konzepte zu präsentieren oder detaillierte Sachkritik vorzubringen. Also ich weiß nicht, wer diesen Artikel auf Wikipedia verfasst hat. Sicher ist er nie auf einem ÖDP-Aschermittwoch zugegen gewesen. Ins selbe Horn bläst der stellvertretende Landesvorsitzende. Die CSU spielte mit dem Feuer und sie kann es nun nicht löschen. Wären die Milliarden, die in die Kernenergie gesteckt wurden, in die Erneuerbaren geflossen und in die Verbesserung der Einsparungsmöglichkeiten, die für uns so wichtig sind, dann hätten wir diese Probleme und viele andere nicht. Der politische Aschermittwoch der ÖDP war, wie der dazugehörige Wikipedia-Eintrag, der ja eingangs noch von der neuen Bundesvorsitzenden Gabriela Schimmer-Göres kritisiert wurde, polemische Attacken in Richtung Gegner, ohne neue eigene Konzepte irgendwie vorzustellen. Aber warum auch das Rad neu erfinden? Gepredigt wurde, was die eigenen Reihen ohnehin kennen. Konkrete Lösungsvorschläge gab es für die Probleme momentan nicht. Aber was man in der Vergangenheit hätte tun sollen, von Seiten der Regierung, da gab es einige Ideen.
Das Landshuter Restaurant Bernd Lochner hat zwar Ende 2014 seinen Betrieb eingestellt, die Veranstaltungen in den Sälen finden dennoch weiterhin wie gewohnt statt. Zum Beispiel der politische Aschermittwoch der Grünen. Die Themen beim politischen Aschermittwoch der Grünen waren klar. Vor allem die B15 neu ist wieder Diskussions- bzw. Belustigungspunkt gewesen. Claudia Roth rief die Parteifreunde dazu auf, als Friedens- und Freiheitsstifter aufzutreten. Heute ist kein Aschermittwoch, wo wir poltern und draufhauen. Das werden die tun, die in Passau. Der Hauptredner Cem Özdemir war bereits vor 5 Jahren beim politischen Aschermittwoch in Landshut. In seiner Rede knöpfte er sich sowohl die islamkritische Bewegung Pegida als auch die Dschihadisten vor. Mich würde es übrigens nicht wundern, wenn der Beelzebub den Jungs seinen eigenen Job anbietet. Weil im direkten Vergleich zu denen wirkt der Teufel doch wie Prinzessin Lilifee, liebe Freundinnen und Freunde. Am Ende sorgte der Grünen-Bundesvorsitzende noch für eine überraschend starke Forderung nach einer Gesetzesänderung. Cannabis muss für Erwachsene endlich legalisiert werden, liebe Freundinnen und Freunde. Ich bin mir sicher, Wildbad Kreut heißt intern bei der CSU Wildbad Kraut. Nein, die sind doch am laufenden Band breit. Die Stimmung war zweigeteilt. Einerseits gab es die große Freude und positive Stimmung über das Wahlergebnis in Hamburg, welches nun als 9. Bundesland von den Grünen mitregiert wird. Andererseits ging es eher darum, einen vernünftigen Plan aufzustellen, eine verlässliche Politik zu betreiben. Die Themen, die dabei angesprochen wurden, reichten von einer Schulpolitik, Einwanderungspolitik bis hin zur Agrar- und Energiewende. Seit vielen Jahren treffen sich die Parteien zum politischen Schlagabtausch in Vilshofen an der Donau. Während die CSU im Laufe der Jahre aus Platzgründen nach Passau umgezogen ist, blieb die SPD der Stadt treu bis zum heutigen Tag. Und die Freien Wähler, die fühlen sich wohl in den Deggendorfer Stadtteilen. Er hat fast alle Ausgaben des politischen Aschermittwochs der SPD live miterlebt. Gerhard Piorek aus Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau. Zum 49. Mal besuchte der 75-Jährige die Aschermittwochsveranstaltung der SPD in Vilshofen an der Donau. Zur 53. Ausgabe hatte sich kein Geringerer als der Parteivorsitzende der SPD, Vizekanzler Sigmar Gabriel, angemeldet. Von ihm erwartete sich Piorek einiges. Ich schätze, dass er heute viel sagen wird über die Asyldinger. Sagen wir, gegeneinander können sie reinhauen. In Sachen Asyl hielt sich Gabriel dann aber doch weitestgehend zurück. Einen kleinen Seitenhieb auf den politischen Gegner konnte er sich trotzdem nicht verkneifen. Kuschelkurs hin oder her. Und insofern kann man sich ja schon wundern, dass der Horst Seehofer heute in der Passauer Neuen Presse sagt, ich zitiere, Strauß blickt mir jeden Tag über die Schulter. Naja. Ehrlich gesagt, das erklärt einiges, zum Beispiel die Vetternwirtschaft in der CSU in Bayern. Solche Einlagen sind das Salz in der Suppe beim politischen Aschermittwoch. Doch natürlich kamen auch ernste Themen zur Sprache. Vom Mindestlohn über die Rente mit 63 bis hin zur Familienpolitik bekräftigten die Genossen noch einmal ihren Kurs in der Koalition. Bestätigt wurden sie dabei von den 2500 SPD-Anhängern, die ihrer Führungsmannschaft am Ende des diesjährigen politischen Aschermittwochs viel Applaus zollten. Den gab es auch für die Freien Wähler. Eine Partei, die ihre Mitstreiter künftig am liebsten in die Tasche stecken möchte. Intellektuell wohl kein Problem. Ich begrüße euch heute zur größten Ansammlung des gesunden Menschenverstandes bei einer politischen Kundgebung an diesem Aschermittwoch in Bayern. So kampflustig wie begonnen wurde, ging es dann auch weiter bei den Rhetorikkünstlern der zweitgrößten bayerischen Oppositionspartei. Vor allem in Bezug auf die CSU. Er wechselt seine Meinung, wie manche nicht einmal die Wäsche, macht er so weiter, liebe Leute, gibt's bei den nächsten Wahlen tüchtig Dresche. Verbal schmerzhafte Seitenhiebe, eine Spezialität von Aiwanger. Ich sag's Ihnen ganz ehrlich, diese Kalauer sind mir überwiegend beim Runterfahren hier von Regensburg nach Deggendorf eingefallen. Also so eine halbe Stunde, die reicht, um sich hier so 5 bis 10 Späße einfallen zu lassen. Bei so viel Scharfzüngigkeit wurden dennoch auch ernsthafte Themen wie Asylpolitik, TTIP und Energiewende angesprochen. Im Großen und Ganzen 2 launige Stunden Unterhaltung für die knapp 1000 Freie Wähler-Mitstreiter.
Das war zum einen der in Reimform aufgelegte Generalsekretär der Freien Wähler, Professor Dr. Michael Piazzolo, der von einem Ministerpräsidenten mit leicht schizophrenen Zügen gesprochen hat, bis hin zum Bundesvorsitzenden Hubert Aiwanger, der von Stoiber, Weißkopf, Seeadler bis hin zum Wendehals Seehofer gesprochen hat und nicht zuletzt Franz Josef Strauß wieder auferstehen lassen wollte. Damit zurück ins Studio. Dankeschön. In diesen Tagen gab es ein politisches Gipfeltreffen der CSU, der jungen Hoffnungsträger sozusagen. Aber es war nicht der Aschermittwoch, es war sozusagen der Ascherfreitag. Und es trafen sich Georg Fahren schon mit, Sie hören richtig, KT zu Guttenberg, frisch aus New York. Dazu viele interessierte Juler. Die Frage ist, was schwant denn da? Organisiert hatte es Manfred Weber. Und den sollte man sich merken. Er ist Chef der größten Fraktion im Europaparlament und CSU-Boss von Niederbayern. Jetzt im Gespräch mit meinem Kollegen Uwe Brückner. Bayern im Blick, ich begrüße Sie diesmal zu einem ganz besonderen Gespräch mit einem ganz besonderen Gast, über den die Süddeutsche Zeitung schreibt, ohne dass die Deutschen es richtig merkten, wurde er zu einem der einflussreichsten Politiker Europas. Manfred Weber, ich grüße Sie. Hallo. Herr Weber, Sie sind 42. Sie sind Chef der CSU in Niederbayern. Sie sind Chef der EVP in Europa. Das ist die größte Fraktion im Europäischen Parlament. Sie waren Chef der Zukunftskommission bis vor einigen Jahren. Also was will man denn mehr Karriere machen als Politiker? Karriere machen ist nicht der zentrale Begriff, sondern gestalten wollen. Man möchte als Politiker die Themen, die man von zu Hause mitnimmt, die einem der Bürger auf der Straße sagt, die muss man mitnehmen. Da muss man im Parlament dann die Hand heben und sagen, Freunde, da müsst ihr was berücksichtigen. Und dann muss man natürlich auch wieder heimgehen nach Bayern, hier in unsere Heimat, und muss Bericht abliefern. Was wurde denn erreicht? Das ist für mich politischer Einsatz und hat viel mit Vertrauen zu tun. Wissen Sie, also den Menschen einem Vertrauen, und an dem müssen wir arbeiten, an Vertrauen. Sie sind ein Mann der leisen Töne, der gerne unterschätzt wird, ja. Aber Sie bewegen sehr viel. Wie haben Sie sich denn in Passau gefühlt beim Aschermittwoch im größten Stammtisch der Welt, wo es auf Lautes ankommt? Ja, ganz ehrlich gesagt, das ist ja für einen CSU-Politiker ein Traum, am Aschermittwoch reden zu dürfen. Das ist der größte Stammtisch der Welt mit den treuesten Stammtischteilnehmern, die man sich vorstellen kann. Und für mich war es eine wunderbare Sache, da mal wirklich einen Redebeitrag leisten zu können. Allerdings muss ich dazu sagen, die Themen, die wir zurzeit haben, so mit Ukraine, Krieg in Europa, so die Frage Terror, Paris, Kopenhagen und auch natürlich Griechenland, das sind alles Themen, die nicht so richtig Aschermittwochtauglich sind, weil sie ernste Themen sind. Und das war die Balance für mich, die ich finden musste, und ich hoffe, ich habe es gut hingekriegt. Also zwischen Bier und Nachdenken waren Sie eher fürs Nachdenken zuständig. Nachdenken, glaube ich, tut jeder meiner Kollegen, die dort sprechen. Allerdings glaube ich schon, dass ich eher ein nachdenklicher Typ bin. Ich möchte mich da auch nicht verbiegen. Ich möchte auch als Politiker so sein, auch wenn ich am Aschermittwoch rede, so wie ich bin. Und möchte authentisch sein. Das ist mir wichtig. Kommen wir gleich zu einem der ganz schwierigen Themen. Abseits von vielen, die Sie angeschnitten haben, ist das TTIP. Freihandelsabkommen, in der Bevölkerung sehr umstrittenes Vorhaben. Man sagt, dass man den Investoreninteressen die Eigenstaatlichkeit opfert. Und man sagt auch, dass viele Identitäten von der Coburger Bratwurst, und Sie kommen aus dem niederbayerischen Hopfenland, dass da dieses geopfert werden würde einem internationalen Konzern gebaren. Da kann dann jeder seine Coburger Bratwurst zu Hause in Wyoming nachbasteln. Also zunächst, ja, die Sorgen sind da, aber man muss ein bisschen realistisch drauf blicken. Wir haben nämlich bereits heute Hunderte von solchen Handelsabkommen. Auch wir Deutsche bereits ein bestehendes Handelsabkommen mit Amerika, auf deren Grundlage BMW seine Autos verkauft zum Beispiel und Audi. Das heißt, solche Abkommen gibt es schon in Hülle und Fülle, und jetzt wird halt ein neues geschrieben. Das wird upgedatet, das wird aktualisiert. Also insofern muss man die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Es wird die Welt nicht fundamental verändert werden, wenn das beschlossen wird. Allerdings gibt es Sorgen, und die müssen wir aufgreifen. Zum Beispiel sprechen wir als Europäer uns dafür aus, dass man den ganzen Kultursektor, denken Sie an Kino, denken Sie an unsere Theater, denken Sie an die Buchpreisbindung und solche Fragen, dass wir die rausnehmen aus dem Vertrag. Lasst uns das einfach nicht ansprechen, lasst uns auf Industriefragen konzentrieren, die für uns als Wirtschaftsstandort, als Bayern, auch sehr, sehr wichtig sind. Und einen letzten Punkt: Wir leben natürlich aus Bayern sehr, sehr stark von Export, das muss man wissen. Unser Wohlstand basiert auf der Tatsache, dass wir unsere Produkte verkaufen dürfen. Und deswegen müssen wir auch prinzipiell immer bereit sein, solche Handelsverträge mit Drittstaaten abzuschließen, weil es unserer Industrie, unseren Arbeitsplätzen dann Zukunft gibt.
Das Thema TTIP ist ja auch eine Kommunikationskatastrophe, sagen die europäischen Bürger, auch in Bayern. Weil man nichts erfährt hinter verschlossenen Türen, macht Europa denn da generell was falsch? Da sind Fehler gemacht worden, eindeutig. In der letzten Periode der Kommission, wir hatten ja letztes Jahr Europawahlen und seitdem haben wir neue Kommission, eine neue Regierung in Europa, wenn man so will. Und die alte Kommission hat das alles geheim verhandelt und wirklich hinter verschlossenen Türen. Und das war ein Fehler, weil da sind dann Legenden entstanden. Da sind auch Behauptungen in den Raum gestellt worden, die nicht richtig waren, aber die nicht widerlegt werden konnten, weil es ja geheim war. Und jetzt sind wir einen neuen Weg gegangen. Die neue Kommission, dann die neue Verhandlerin, das ist eine Schwedin, die da im Namen Europas verhandelt mit den Amerikanern, die hat sich entschieden, alle Vorschläge, die Europa in diesem Vertrag drinnen haben will, ins Internet zu stellen. Die sind heute nachlesbar für jeden, der es lesen will, im Internet. Es ist übrigens nach dieser Veröffentlichung keine Welle der Empörung durch Europa hindurchgegangen, weil gar nichts Schlimmes verhandelt wird. Es geht um ganz praktische Sachen, dass wenn in Bayern ein guter Unternehmer ein tolles Produkt hat, für Medizintechnik zum Beispiel, dass er das dann auch mit der Zulassung, die er in Europa hat für das Produkt, auch in Amerika verkaufen darf. Und das öffnet für unsere Mittelständler, für unsere tollen Betriebe, die wir in Bayern haben, die wirklich super Ideen haben, für die öffnet es neue Marktchancen und damit für uns wirtschaftliche Zukunft. Um das geht es eigentlich dabei. Und das wollen wir auch. Und wir werden die Risiken im Blick haben, da können sich die Bürger darauf verlassen. Am kommenden Dienstag wird im EU-Umweltausschuss möglicherweise eine sehr schwierige Entscheidung getroffen. Es geht nämlich darum, den Anteil an Bioenergie im Verkehrsenergieaufkommen zu erhöhen vom faktischen Standort. Das heißt, Rapsöl darf in viel, viel höherem Anteil in den Tank wandern. Wo soll denn das viele Rapsöl herkommen und wie sollen denn dann diese Ökoplantagen ausschauen? Und wie soll dann der heimische Bauer noch sein Leben haben, wenn dann Agrarkonzerne Tausende von Hektar? Es ist ehrlich gesagt ein Problem, wenn wir verschiedene Interessen am Tisch haben. Einerseits wollen wir natürlich schon, dass wir weniger Erdöl verbrennen. Denken Sie an den Klimawandel, CO2, das spüren wir ja alle, den Klimawandel. Wir wollen weniger CO2 produzieren und deswegen nachwachsende Rohstoffe verwenden. Etwas, was auf dem Feld wächst, soll den Diesel ersetzen. Das ist einerseits gut. Das andere Problem ist das, dass wir dann Monokulturen haben, Mais und Raps draußen auf den Feldern und sogar Entwicklungen, wie Sie sie beschreiben, dass Großindustrie jetzt investiert und versucht, das industriell zu machen. Und das sind Spannungsverhältnisse, die Ziele, die wir da am Tisch haben. Und wir müssen jetzt in Europa versuchen, einen Ausgleich zu bekommen. Ein Punkt ist, dass wir jetzt mit der neuen Gesetzgebung nicht nur den Anteil versuchen festzulegen, sondern die Art, wie man sozusagen diesen Bioanteil erzeugt, dass wir den modernisieren. Früher haben wir dafür Rapsöl verwandt, ganz massiv. Und in der Zukunft wollen wir sogenannte Abfallstoffe, denken Sie an Heu, das sowieso entsteht, wenn man Getreide anbaut. Also Abfallstoffe, Bio-Abfallstoffe mit modernen Technologien so anwenden, dass wir daraus dann Treibstoff von morgen erzeugen. Und wenn wir Abfall verwenden würden, dann hätten wir auch keine Teller-Tank-Diskussion nach dem Motto, sollen wir die Flächen, die wir draußen haben, eher verwenden, damit Nahrungsmittel produziert werden, damit man Hunger bekämpft auf der Welt oder für Energie. Wenn man, wie gesagt, Abfallstoffe verwendet, gibt es die Diskussion nicht. Und das ist das Ziel, das wir langfristig haben, in diese Richtung zu investieren. Und da wird es in Bayern, gibt es eine Reihe von ganz tollen Betrieben, die technologisch da fit sind, die das im Griff haben, die wissen, wie das geht. Und wenn Bayern da ein Standard ist, der die technologische Zukunft da entwickelt, dann würde uns das sicher sehr freuen. Also Stichwort Flash-Pyrolyse. Ein Thema, das an dem wir heute, an diesem heutigen Tag auch gar nicht vorbeikommen, ist Griechenland. Vor wenigen Stunden haben die Griechen ihren Antrag eingeworfen in den europäischen Postkasten. Ja, sie wollen weiterhin Hilfszahlungen erhalten. Glauben Sie, dass das jetzt da drüben im Parlament in Athen bestätigt werden kann? Ja, das ist die große Frage. Die Kommunisten, die dort die Wahl gewonnen haben, diese Partei Syriza, hat die Wahl gewonnen mit Wahlversprechungen, die nie gehalten werden können. Zum Beispiel, dass jeder Rentner, der weniger als 700 Euro hat, eine 13. Monatsrente bekommt. In Deutschland haben wir 8 Millionen Rentner, die weniger als 700 Euro Rente bekommen, kriegen die auch eine 13. Monatsrente. Das heißt, da wurden Versprechungen gemacht in Griechenland von Kommunisten, die sich nicht halten lassen. Das muss Tsipras, das muss dieser neue Regierungschef
seinen Bürgern jetzt auch erklären. Er wird es nicht halten können, weil wir Deutsche, die Österreicher, die Finnen, all diejenigen, die bezahlen, sind nicht bereit, die Wahlversprechungen der Griechen zu finanzieren. Im Gegenteil, die bisherigen Vereinbarungen, ihr bekommt Hilfe, ihr Griechen, wir wollen, dass ihr Stabilität habt, wir wollen, dass ihr in Europa dabei bleibt, wir wollen, dass wir zusammenhalten auf dem Kontinent, das müssen wir auch wollen. Aber diese Zusage, wir helfen euch, war immer verbunden mit der Bitte, dann müsst ihr eure Hausaufgaben machen in Griechenland. Und daran wird Europa keine Abstriche machen. Das müssen die Kommunisten in Griechenland verstehen. Manfred Weber, das Wochenende wird spannend. Der Sonntag, der Montag bleibt aus griechischer Sicht, wahrscheinlich ist das Thema noch viele Jahre spannend. Bedanke mich fürs Dasein. Wann sind Sie wieder in Brüssel? Nächste Woche geht es nach Brüssel und danach nach Washington. Also viel unterwegs im Auftrag bayerische Interessen, deutsche Interessen in Europa für uns Europäer durchzusetzen. Aus Niederbayern. Genau. Vielen Dank fürs Dasein. Das war unser Blick auf Bayern, diesmal mit Manfred Weber, dem Chef der größten Volkspartei im Europäischen Parlament. Nach all der Politik entspannen wir uns jetzt eine Runde und schauen uns eine außergewöhnliche Sportart an. Das ist eine Kombination aus Tennis und Squash. Wir haben mal den Paddelclub in München besucht. Staunende Gesichter, wohin man blickt. Und der Grund dafür ist eine neue Trendsportart, Paddel. Mit dem gewöhnlichen Paddeln auf dem Wasser hat das, wie Sie an diesen Bildern schon sehen können, aber herzlich wenig zu tun. Paddeln ist ein Mix zwischen Squash und Tennis. Und es gibt dann drei Hauptunterschiede zum Tennis. Also erstmal der Aufschlag. Der Aufschlag macht man unter der Hüfte und nicht von oben. Dann zweiter Unterschied ist dann das Spielfeld. Das Spielfeld ist kleiner als beim Tennis, also 20 mal 10. Und man spielt auch mit den Bändern, wie Sie hier sehen können. Das heißt, wenn der Ball an Ihnen vorbei ist, bedeutet nicht, dass der Punkt zu Ende ist, sondern Sie können auch mit der Wende spielen, damit der Ball auf die andere Seite kommt. Und das ist dann quasi der Hauptunterschied zum Tennis oder zum Squash. Hört sich vielleicht erstmal etwas kompliziert an, ist es aber eigentlich überhaupt nicht. Im Gegenteil, nicht nur für die Zuschauer, sondern auch für die Spieler ist es vielmehr eine sehr spektakuläre Sportart. Ja, die Faszination ist sicherlich die Vielseitigkeit. Ja, dass das Spiel besteht aus ganz vielen verschiedenen variablen Situationen. Alleine dadurch, dass man die Wände mit einbeziehen kann, ist das ja so gesehen ein 360-Grad-Sportart. Schlägersportler generell finden ganz schnell zurecht, dass die Basis sich zu entwickeln, schnell dazu zu lernen, ist auch gegeben. Und strategisch und auch taktisch gesehen ist das Spiel unheimlich attraktiv und vielseitig. Fabian Schmidt kann das wie kein Zweiter bestätigen. Er ist zweifacher deutscher Meister und mittlerweile sogar Mitglied der Paddel-Nationalmannschaft. In Spanien ist es ja mittlerweile schon die zweitgrößte Sportart. Und über einen Freund aus Spanien habe ich es in Madrid dann einfach mal ausprobiert. Und total viel Spaß direkt gehabt. Hab beim Tennis früher schon immer gern Kleinfeldtennis gespielt. Lag mir eigentlich mehr als im großen Feld, weil ich auch technisch ein bisschen limitiert war. Und so habe ich dann damit angefangen und gleich am Anfang einen Turnierenerfolg gehabt, Nationalmannschaft dazugestoßen. Und da habe ich mir gedacht, da bleibe ich auf jeden Fall dabei. Anders als Tennis wird Paddel übrigens ausschließlich im Doppel gespielt. Eine zusätzliche Herausforderung für die Beteiligten. Ja, es ist zum einen die Taktik. Während man beim Tennis viel über Power machen kann, kommt es hier eigentlich mehr darauf an, den richtigen Ball immer zu spielen. Dann ist die Interaktion mit dem Partner, dass man da die richtige Abstimmung hat. Und natürlich durch die Bande ist ein zusätzliches Element mit drin, was extrem viel Spielspaß hervorruft. Ursprünglich kommt Paddel aus Südamerika und feierte auch in Mexiko und Spanien, wo es als absoluter Volkssport gilt, schon große Erfolge. Langsam schwappt die Paddelwelle jetzt auch nach Deutschland über. In Deutschland ist absolut in Kinderschuhen. Es gibt bis jetzt 16 Plätze, ganz über Deutschland verteilt, fast alles auch Outdoor. Es ist im Winter sehr schwer, es zu trainieren. Deswegen ist es natürlich eine tolle Plattform, weil in anderen Ländern funktioniert es super. In Spanien, wie gesagt, zweitgrößte Sportart, gibt 300.000 Plätze und hat einfach wahnsinnig viel Potenzial. Auch gerade, weil es für Leute, die es erstmal einen Schläger in die Hand nehmen, deutlich einfacher ist als Tennis. Mit diesen kürzeren Schlägern, wie Beachball quasi, hat man sofort Ballwechsel, kann nach wenigen Minuten eigentlich schon Punkte spielen. Einfach direkt Spaß dabei.
Der Paddelclub München ist bayernweit der einzige Verein, der diese Sportart anbietet. Die ISPO in München war daher die optimale Gelegenheit, um intensiv Werbung zu betreiben. Also die ISPO ist eine super Möglichkeit für uns, um uns zu zeigen und den Sport bekannt zu machen. In Bayern gibt es zwei Plätze, einmal in München und der zweite Platz in Bernau am Chiemsee. Und der Platz von München ist am Sportcheck Albert-Anlage. Und da ist da, wo wir spielen, also Paddelclub München hat einen Verein und das ist der Platz, wo wir alle unsere Aktivitäten veranstalten. Das heißt Turniere, interne Liga, kostenlose Schnupperkurse etc. etc. Schnupperkurse sowohl für klein als auch groß. Auf diese Art und Weise versuchen die Verantwortlichen, diese neuartige Sportart schnell an die Öffentlichkeit zu bringen. In dieser Hinsicht konnte man bereits einige Tennis-Landesverbände für eine Zusammenarbeit gewinnen, unter anderem den Bayerischen Tennisverband. Für uns ist einfach unheimlich wichtig, dass wir Akzeptanz bekommen haben von dem Landesverbänden, da ja, wie eben gesagt, viel Potenzial steckt und auch Tennisvereine müssen sich heutzutage bedingt der Entwicklung Gedanken machen, wie gestalte ich meinen Club zusätzlich ergänzend oder zusätzlich attraktiver mit meinen Angeboten, und da ist natürlich Padel an der richtigen Stelle. Wer also jetzt auf den Geschmack gekommen ist, der kann demnächst einfach mal selbst beim Paddelclub München vorbeischauen und diesen außergewöhnlichen Sport für sich entdecken. Einfach direkt ausprobieren. Ich habe bis jetzt noch keinen erlebt, der gesagt hat, das ist nichts für ihn. Menschen, die sich nicht mehr von Handschellen befreien können oder von anderen Utensilien. Die Feuerwehr hat immer öfter solch skurrile Einsätze. Der Grund? Die Menschen möchten es so machen wie in dem Kinofilm 50 Shades of Grey. Die Frage auch in München. Wir haben wirklich nachgefragt und machen den Test mit der Karotte. Die Zeit der Zärtlichkeit scheint vorbei zu sein. Seile, Klebebänder, Kabelbinder, Ringe, Handschellen erobern die Münchner Schlafzimmer. 50 Shades of Grey, alles, was das Liebesleben etwas härter und wohl auch aufregender macht, scheint im Trend zu sein. Die Londoner Feuerwehr hat einen deutlichen Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen. Entweder Personen, die von Objekten befreit, oder Objekte, die von Personen entfernt werden müssen. Über Twitter versuchen die Briten, Prävention zu betreiben. 50 Shades of Red scheint in München aber noch nicht notwendig zu sein. Also überhand genommen haben sie nicht. Wir können auch keinen signifikanten Anstieg der Alarmzahlen feststellen. Es gibt immer wieder solche Fälle, aber die sind nicht die große Anzahl. Handschellen, deren Schlüssel im Liebesrausch verloren gehen, für die Feuerwehr noch das geringere Problem. Heikler wird es da schon, wenn beispielsweise Ringe an männlichen Körperteilen zum Einsatz kommen. Dann muss die Feuerwehr mit Feinwerkzeug ran. Wir haben dafür natürlich spezielles Werkzeug, denn es sind es ist ja grundsätzlich an äußerst empfindlichen Stellen sind dann die entsprechenden Ringe oder wie auch immer angebracht, sodass man hier nicht mit einer normalen Säge zu Werke gehen kann, sondern man braucht Spezialwerkzeug, wo eben keine scharfen Kanten vorhanden sind, um die Hautoberfläche nicht zu verletzen. Wir haben hier eine oszillierende Säge, die in der Lage ist, so Ringe oder dergleichen zu öffnen. Als erstes wird der Schnittschutz eingeführt. Das Ganze wird dann oftmals noch mit einem Gel, das Lokalanästhetikum beinhaltet, bestrichen. A hat es dann den Vorteil, dass es besser rutscht und dass die Schmerzen nicht ganz so groß sind. Je nachdem, wie massiv so ein Körperring ist, muss die Feuerwehr erst mit einem Trennschleifer Vorarbeit leisten. Dazwischen muss immer wieder gekühlt werden, da der Ring die Hitze der Säge aufnimmt. Erst zum endgültigen Durchtrennen kommt dann die oszillierende Säge zum Einsatz. Ihr Vorteil? Sie verursacht keine gravierenden Schäden, wenn sie doch einmal mit Haut in Berührung kommt. Das feinmechanische Werkzeug darf aber nicht jeder Feuerwehrmann verwenden. Nur wer die entsprechende Ausbildung hat, darf bei solch heiklen Einsätzen die Säge ansetzen. Die meisten begeben sich eigentlich direkt in die Krankenhäuser und wir kommen dann in den Krankenhäusern zum Einsatz. Dies ist natürlich auch von Vorteil, dass man eben den Arzt mit vor Ort hat, der eben dann entsprechende Schmerzmedikamente oder
ja, einen Kreislauf überwachen kann. Das ist auf alle Fälle besser, wenn das im Krankenhaus passiert. Wer sich also peinliche Feuerwehreinsätze ersparen möchte, sollte bei aller Sadomaso-Leidenschaft die eigene Sicherheit nicht außer Acht lassen. Ein ganz, ganz anderes Thema. Seit Knut gelten sie als die Lieblinge der Nation. Die Rede ist von den Eisbärbabys. Regelmäßig sorgt der Nachwuchs für volle Tiergärten und für verzückte Besucher in Nürnberg. Da gibt es jetzt einen neuen Shootingstar. Diesmal ein süßes kleines Mädchen. Gestatten Charlotte, 17 Kilo schwer und schon richtig neugierig. Nürnbergs Tiergarten hat einen neuen Publikumsliebling. Das niedliche Eisbärenbaby ist bereits Ende November geboren, seitdem aber ganz fürsorglich von Mama Vera abgeschirmt worden. Jetzt gibt es die ersten Aufnahmen von der niedlichen Charlotte. Für so süße Bilder hatte zuletzt vor allem Eisbärin Flocke gesorgt. Das ist aber schon fast 8 Jahre her. Flocke lebt mittlerweile an der Côte d'Azur und ist selbst Mama geworden. Für so viel Zukunftsmusik ist es bei Klein Charlotte aber noch zu früh. Sie wächst unter den wachsamen Augen von Mama Vera ganz prächtig, hat mächtigen Appetit und auch die erste Impfung hat die Kleine gut überstanden. Die Chancen stehen also mehr als gut, dass Besucher Charlotte schon ab März im Außengehege bewundern können. Und das war's schon wieder von TV Bayern Live. Ihnen, liebe Zuschauer, noch eine schöne Zeit. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Servus. Kinder in besten Händen, heißt es bei der AOK Bayern. Mit der Verlängerung des Kinder- und Jugendarztvertrages geht die Gesundheitskasse voran und setzt einen Meilenstein in der Versorgungsqualität. Mit den neuen Vorsorgen im Vertrag mit der AOK Bayern haben wir ja jetzt neben der Früherkennung von organischen Krankheiten vor allem auch Wert gelegt auf die Früherkennung im mentalen Bereich, also in der geistigen Entwicklung, im sozialen Bereich und auch im psychischen Bereich. Und hier untersuchen wir die Kinder gründlich, beraten die Eltern dann natürlich, um sie in ihrer Erziehung kompetent zu machen. Wir beraten aber auch die Kindergärten und die Schulen, dass wir hier wohnortnah und frühzeitig Fehlentwicklungen gegensteuern können. Der 7-jährige Alexander ist heute beim Kinderarzt zur Vorsorgeuntersuchung U10. Und bei der 10-jährigen Laila wird die U11 gemacht. Da gerade in diesem Alter wichtige Weichenstellungen für die soziale und gesundheitliche Entwicklung gestellt werden, hat die AOK den Vertrag hier noch optimiert. Wir haben auch diese kleine Versorgungslücke zwischen dem 7. und 10. Lebensjahr für die Kinder geschlossen durch zusätzliche Untersuchungen. Und ein Aspekt, der oftmals untergeht, auch im Lebensalter zwischen dem 15. und dem 17. Lebensjahr, wo es ja besondere Fragestellungen im Zusammenhang mit der Pubertät gibt, haben wir hier eine neue Untersuchung mit aufgenommen, sodass auch das abgedeckt ist, also vom Baby bis zum Erwachsenwerden praktisch. Und da Eltern für ihre Kinder stets das Beste wollen, sehen auch sie die Vorteile in der Gesundheitsvorsorge für ihre Kinder. Was ich auch persönlich sehr schön finde, ist, dass wir kaum warten müssen, also wir haben kaum Wartezeiten. Was auch noch ein großer Vorteil ist und wofür ich sehr dankbar bin, dass unser Arzt uns auch für Fachärztetermine ausmacht und uns da eben auch gut berät. Also nach dieser Untersuchung hat man das Gefühl, das Kind entwickelt sich gut und es geht ihm gut. Und also das ist auf jeden Fall jede Mutter, die ich empfehlen. Alex, alles klar? Die bisherigen Reaktionen auf den optimierten Kinderarztvertrag sind durchweg positiv. AOK-Versicherte erleben einen echten Mehrwert. Die Resonanz des Kinder- und Jugendarztvertrages der AOK Bayern ist eine höchst positive mit den teilnehmenden Kinder- und Jugendärzten in Bayern. Es haben sich nahezu alle Kinder- und Jugendärzte eingeschrieben, über 800. Und auch die Resonanz bei den Kindern und Jugendlichen war höchst erfreulich. Wir haben über 250.000 eingeschriebene Kinder und Jugendliche.
Sensationen. Wir berichten zwischen Politik und Boulevard. Dazu die Analysen unserer Korrespondenten, die dort zu Hause sind, wo es passiert. Wir berichten über die Themen der bayerischen Wirtschaft. TV Bayern Live. Das heißt auch Sportsgeist und Partystimmung. TV Bayern Live. Ab sofort jeden Samstag um 17:45 Uhr auf RTL.